mein Name ist Klaas Häufer-Umlauf, ich bin 39, ich bin Moderator und Beauty-Influencer aus Berlin. Ich bin heute bei Viva und interviewe einen sehr lieben, netten Menschen, und zwar den Moderator Klaas Häufer-Umlauf. Auf den freue ich mich sehr. Ein sehr entspannter Geselle, der bestimmt auch einiges zu unserem Thema zu sagen hat. Ich kann mich da noch daran erinnern, es ist viel Wasser die Spree runtergelaufen seitdem. Deswegen ist es eigentlich ganz interessant, so 13 Jahre zurückzuschauen, wenn man sich überlegt, wie habe ich damals Dinge empfunden oder gedacht und wie mache ich das heute und was ist offenbar in der Zwischenzeit passiert. Ganz grundsätzlich habe ich leider, muss ich sagen, was ja immer schade ist, viel Erfahrung mit dem Thema Depressionen sammeln können in meinem Leben. Nicht bei mir persönlich glücklicherweise, aber in meinem sehr, sehr engen Familien- und Freundeskreis. Also aktuell habe ich zum Glück keinen direkten Kontakt mehr dazu, aber es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich ja sehr nah dran war und habe gesehen, an welche Grenzen man stößt, wenn man irgendwann mal zu diesem Punkt kommt, anzuerkennen, dass man Hilfe braucht und diese große Kraft aufgebracht hat, sich Hilfe suchen zu wollen, um dann von der Realität so in den Stuhl gedrückt zu werden, um zu sagen, du bleibst hier schön sitzen. Es gibt keine Möglichkeiten gerade. Es gibt keine wirkliche akute Hilfe und es wird teilweise so viel Eigenengagement gefordert. So viel Energie hat man in der Regel nicht in so einer schweren Lebensphase. Und gerade deswegen finde ich das relativ wichtig, dass darüber gesprochen wird. Also was mir so leid tut, ist diese Scham, die Menschen empfinden, die eine Depression durchleiden müssen, weil ich so das Gefühl habe, das ist so die eine Sache, die sie jetzt eigentlich nicht auch noch haben müssen. Und das geht ja nur weg, indem man das Thema in die normale Welt holt und auch feststellt, dass das nichts Unnormales ist und dass man diese Scham, die man ja meistens empfindet für persönliches Fehlverhalten oder für irgendetwas, wo man das Gefühl hat, da müsste ich jetzt besser sein und ich müsste irgendwas besser hinkriegen oder so weiter. Da kommt das Gefühl eigentlich her. Und das ist natürlich total fehlgeleitet, wenn sich das entwickelt aus einer mentalen Erkrankung heraus. Depression, das ist, muss man auch mal sehen, das ist keine Charakterschwäche. Und es ist auch keine Art, wie jemand ist oder so. Und es ist auch keine Erziehungssache, sondern es ist teilweise ein biochemischer Vorgang. Mhm. Es ist keine Verstimmung, es ist keine Launigkeit, es ist keine Zickigkeit, es ist kein Nicht-Wollen und kein Sich-Verschließen, keine Trotzigkeit und kein Gefühl von, ich schmeiß alles hin und mir doch egal, sondern es ist eine Krankheit. Und dass man das voneinander trennt, das geht ja nur, indem man öffentlich darüber spricht und jemand, der Aufmerksamkeit herstellen kann oder Aufmerksamkeit umleiten kann von sich selber auf irgendwas, und in der Lage bin ich ja ab und zu, finde ich, dann sollte man das auch machen. Weil gerade wenn man in dieser Situation steckt und wirklich in der Zange ist von all diesen Gefühlen, von der Scham, von überhaupt mal der maßgeblichen Hoffnungslosigkeit, die so das ganz große abschließende Gefühl über einer Depression ist. Wenn man da drin steckt, kann man jetzt von so jemandem nicht noch erwarten, dass es noch so eine objektive, drüberschauende, generalisierende Vogelperspektive gibt, die die Krankheit und sich selber innerhalb einer Krankheit nochmal einordnet. Und für diese Wahrnehmungs- und Kommunikationskorrekturen drumherum, die das Thema auf lange Sicht perspektivisch irgendwann mal dahin bringen, wo es hin muss, dafür sind die anderen verantwortlich, die da gerade Zeit für haben und die auch die Kapazität dafür haben. Joko und Klaas, ihr müsst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Gerade als jemand, der in erster Linie jetzt nicht unbedingt mit ernsten Themen verbunden wird. Hallo, haben Sie Kippen da? Nein, willst du wieder ein Paderborner auf die Hand? Gerade von dem mal zu hören, ach übrigens, es gibt eben auch ein Bewusstsein dafür, dass es einmal anders gehen kann. Vielleicht ist das dann nochmal so ein Moment, wo man vielleicht mal aufschaut und denkt, ach ja, höre ich mir dann an und so. Und immer wenn einer irgendwo zuhört, ist es ja gut. Deswegen verschenken wir unsere Instagram-Reichweite und Aufmerksamkeit an die beiden Damen, die ihr gerade kennengelernt habt. Und zwar für immer. Ich habe schon den Eindruck, dass das komplette Thema seelische Gesundheit und auch der laut formulierte Anspruch darauf, Therapiemöglichkeiten zu bekommen, wenn man eine seelische Gesundheit erlangen möchte, die man vielleicht nicht unbedingt hat in einer bestimmten Situation, dass das lauter formuliert wird, dass das enttabuisierter formuliert wird, dass mehr darüber gesprochen wird. Diese oder vergleichbare Arbeit, die ihr schon so lange macht, ich finde schon, dass das was gebracht hat.
Ja, ich merke das vor allen Dingen so auch im Arbeitszusammenhang. Ich merke, dass bestimmte seelische Zustände nicht mehr als Befindlichkeit abgetan werden. Das ist mir wichtig, das ist mir auch wichtig im Team. Also mittlerweile wird mehr darauf geachtet, wie geht's Menschen. Und umso offener und umso ehrlicher man damit ist, desto besser funktioniert das auch. Und ich verstehe aber auch jeden, der dann sagt, ich will jetzt ja nicht mein ganzes Privatleben vor meinen Arbeitskollegen oder vor meinem Chef ausbreiten. Deswegen muss man auch bereit sein, gewisse Sachen mal so zu akzeptieren, ohne dass die beweisbar sind auf der anderen Seite. Eine seelische Erkrankung ist halt kein gebrochenes Bein. Das kann man halt nicht sehen. Man kann auch nicht mit einem Röntgenbild kommen und sagen, guck mal hier, kaputt. Sondern das ist etwas, da muss man mit einer gewissen Empathie, mit einer Intuition aufeinander zugehen. Und ich glaube, die Male, in denen man sich dann ineinander irrt, sind es wert für die Male, in denen man sich gegenseitig respektiert in diesen Zuständen. In der klassischen Bedeutung des Spruchs, sich bei Laune halten, das kann ich. Für mich ist es immer gut, irgendein Hobby zu haben, was nichts zu tun hat mit meinem ganzen Job. Ich kann 4 Akkorde auf der Gitarre. Es dauert aber ewig, bis ich die so gegriffen habe und so. Und ich werde in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Lied spielen können. Aber ich muss mich da so konzentrieren, dass mich das irgendwie entspannt, wenn ich das probiere. Für mich ist es gut, am Wochenende meine Ruhe zu haben. Für mich ist es gut, abends um 19 Uhr auf der Couch zu sitzen und gar nichts mehr zu machen. Ich ziehe mich gerne raus aus diesem ganzen Fernseh Berlin durcheinander da. Das können die anderen machen. Und manchmal ist mir dann auch zu langweilig und dann stürze ich mich da wieder rein und dann ist auch wieder okay. Manchmal gewöhne ich mir an, mich eine Zeit lang besser zu ernähren. Schon geht's mir besser. Dann lasse ich das wieder, dann fällt mir wieder ein, ach, ich wollte mich doch anders ernähren, dann mache ich das wieder. Und mein Anspruch ist auch nicht, jeden Tag irgendwie fit wie ein Turnschuh so die Tür aufzureißen und der Welt zu sagen, ich komme jetzt, sondern ich hätte gerne einfach so normale Laune, ganz normale Laune, die erstmal sich so bereit macht für alles, was da kommt. Und die normale Laune soll aber auch schon ein Bereich sein, wo ich so Bock habe, dass es überhaupt losgeht. Und dann kann entweder was Gutes passieren, dann werde ich darauf so reagieren, wie ich auf gute Sachen reagiere. Und wenn was Schlechtes passiert, probiere ich das auch anzuerkennen und mich davon nicht allzu sehr runterziehen zu lassen. Und so in dem Bereich komme ich klar. Aber das alles gilt halt nur, also da reichen schon starke Kopfschmerzen, dann fällt dieses Kartenhaus in sich zusammen. Wenn man manchmal so ein Gefühl dafür hat, was denken so alle gerade, wo stehen wir gerade so als Öffentlichkeit bei einem bestimmten Thema, da finde ich, hat dieses Thema einen riesen Sprung gemacht. Und ich glaube, wenn man zurückschaut, 13 Jahre zurückschaut, dann hat man oft diese Formulierung, das meine ich, irgendwas sei schlecht gealtert. Und bestimmte Sachen, die wir vielleicht vor 13, 14, 15 Jahren entweder gedacht haben oder gesagt haben, sind hundertprozentig schlecht gealtert. Auf bestimmte Gedanken käme man gar nicht mehr oder auf eine bestimmte Verurteilung. Und das ist doch gut, dass man da schon so einen Schritt weiter ist. Man denkt doch jetzt nicht mehr, oh, da geht einer zum Therapeuten, den kann ich jetzt in meiner Firma gar nicht anstellen, weil der geht da zum Therapeuten. Also so denkt man doch nicht mehr, oder? Schulbehörde leider schon. Die Schulbehörde? Und wenn wir überlegen, dass eben Lehrer nicht verbeamtet werden können, wenn sie Psychotherapien zugeben, dann muss ich schon sagen, ich glaube, es hackt. Ja gut, dann weiß man ja, woran man noch arbeiten muss, ja. Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir jetzt nochmal 13 Jahre in die Zukunft schauen, dass wir dann so feststellen, dass es absolut gar keine Vorverurteilung oder Stigmatisierung oder auch Gleichmacherei von so seelischen Zuständen gibt, so in der Beurteilung von Menschen, die sich entweder da nicht genug mit auseinandergesetzt haben oder die das eigentlich auch nichts angeht. Ich finde, dass es eigentlich so normal sein müsste wie jeder andere Arztbesuch, dass man sich selber die Möglichkeit bietet, eine Therapie zu machen. Ich hoffe aber, und das ist nun mal auch die Kehrseite, es gibt einfach auch viel zu wenig Therapieplätze und es gibt auch viel zu wenig akute Hilfe. Und ich glaube, wenn man heutzutage zu Hause sitzt und wirklich in einer psychischen Ausnahmesituation ist und dann in die Notaufnahme geht irgendwo, selbst in großen Städten, in denen man das Gefühl hat, da müsste doch eine Infrastruktur vorhanden sein, bekommt man jetzt, und das liegt nicht an den Ärzten und an den Menschen, die da sind, sondern eben an der Voraussetzung, die geschaffen werden muss, bekommt man nicht die Beratung und die Betreuung, die man bräuchte.
Ich glaube, dass das einfach immer noch nicht so ist. Und das hat sich auch nicht geändert. Das heißt, das Gesundheitssystem hat sich momentan auf seelische und psychische Erkrankungen nicht derart eingestellt, wie es sein müsste. Und ich hoffe, dass sich das geändert hat. Mehr Therapieplätze, mehr Zugänglichkeit, mehr Offenheit im Umgang damit und mehr akute Nothilfe, weil es ist viel zu wenig Menschen bewusst, wie viel Suizidversuche unternommen werden und leider ja auch klappen.